Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Es ist 17.45 Uhr am 30. November im Jahre 2017. Ja, heute möchte ich eine Reaktion auf die Reaktion auf die Reaktion von Joey, J. Joey machen. Es ist eine lange Geschichte. Ich habe erst ein Video gemacht über meine neue Computermaus. Da hat er kommentiert. Daraufhin habe ich das Video gemacht. Ist das wirklich so? Da hat er wieder kommentiert. Und an diesem Punkt stehen wir jetzt. Und diesen Kommentar möchte ich euch einmal kurz vorlesen. Denn ist schon interessant. Es geht immer noch um die beiden Spiele Euro Truck Simulator und Train Simulator. Diese Games haben keine Relevanz im E-Sport. Es geht weniger um Können. Schau dir doch die Verkaufszahlen an. Das ist der erste Punkt. Ich finde, die Verkaufszahlen sind nicht schlecht der beiden Spiele. Sie sind natürlich nicht so gut wie Ego-Shooter, wie Battlefield oder so. Und ja, lesen wir einfach mal weiter. Da hat nämlich noch ein User mit Name Timo Brenner geantwortet. Sehe ich auch so. Nur weil es viele YouTuber gibt, die so etwas spielen, heißt es noch lange nicht, dass der Durchschnitt der Spieler über 6 Jahre alt ist. Solche Spiele haben nichts mit Gaming zu tun. Also, ich sag mal so. Natürlich haben sie etwas mit Gaming zu tun. Es sind Spiele, so wie Battlefield etc. pp. Und das ist auch meine Meinung. Für mich ist es egal, ob. Egal, lassen wir es einfach. Ich muss sagen, ich verstehe dich immer nicht, J. Joey. Aber es ist schön, so ein Reaction über Reaction über Reaction Video zu machen. Und ja, vielleicht bleiben wir im Kontakt. Ja, das soll es auch schon gewesen sein, denn. Ja, wie soll ich es anders sagen? Beenden wir dieses Thema an diesem Punkt. Mir war es einfach nur wichtig, dass ihr auch diese beiden Kommentare hört, die J. Joey unter meinem Video ist es wirklich so geschrieben hat. Ja, damit ciao mit V, euer Robin und mach's gut und bis bald. Vergesst natürlich nicht unter diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Tschüss.